national wie international. Das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Porsche ist die erfolgreichste Marke im Motorsport weltweit und baut die meisten Rennfahrzeuge als der kleinste unabhängige Automobilhersteller. Warum Porsche sich so stark im Motorsport engagiert? Zugegeben, weil es Spaß macht. Hauptsächlich aber aus Prinzip. Dem Prinzip der intensiven Verbindung von Motorsport und Serie. Denn jede aktive Teilnahme von Porsche im Motorsport liefert unschätzbare Erfahrungen für die Serienfahrzeuge und damit für unsere Kunden und ihren Fahrspaß. In jedem Porsche-Modell stecken viele Jahrzehnte erfolgreichen Motorsports. Etwa in Form von Technologien wie dem Turbolader, der bei Porsche Anfang der 70er Jahre erstmals in Rennfahrzeugen des Typs 917 zum Einsatz kam und heute im 911 Turbo neue Maßstäbe bei der Leistung setzt. Oder bei der Aerodynamik, die etwa bei den 911 GT3 Modellen keinerlei Auftrieb, sondern nur noch Abtrieb erzeugt. Oder die Keramikbremsanlage Porsche Ceramic Composite Brake PCCB, die im Porsche Mobil 1 Super Cup eingesetzt wird und für viele Serienmodelle erhältlich ist. Oder Leichtbau, ein Porsche-Prinzip, das auch in der Serie konsequent umgesetzt wird. Motorsport und Serie liegen bei Porsche eben eng beieinander. So ist die Porsche Motorsportabteilung in das Entwicklungszentrum Weissach integriert. Zudem werden besonders sportliche Modelle wie der 911 GT3 und der 911 GT2 von denselben Ingenieuren und Technikern entwickelt, die auch die Rennfahrzeuge entwickeln, bauen und an der Rennstrecke betreuen. Ungewöhnlich, aber irgendwie logisch. Porsche eben. Denn in jedem Porsche steckt immer auch ein wenig von einem Rennwagen. Porsche Motorsport. Die Seele der Serie.